Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen angenehmen Tag. In diesem Video soll es nochmal um das Weihnachts-DLC gehen, was seit gestern in GTA Online verfügbar ist. Und zwar seht ihr schon, ich habe auch dazu ein passendes Outfit an, und zwar das Weihnachtsmann-Outfit. Weil jetzt sind alle Weihnachtsklamotten und Weihnachtsmasken wieder verfügbar und die könnt ihr halt im Bekleidungsgeschäft und bei den Masken kaufen. Und es ist wieder Schnee in GTA Online. Ich denke mal, der wird wieder so für eine bis zwei Wochen bleiben. Das finde ich echt ganz geil, weil ich freue mich immer jedes Jahr in GTA Online, wenn dann der Schnee endlich da ist. So, und im Hintergrund seht ihr es schon, hier auf diesem großen Platz ist ein riesen Weihnachtsbaum. Das finde ich auch ganz geil. Und ihr habt auch in eurem Apartment oder in eurer Wohnung, also in GTA Online, passende Dekorationen stehen. Also auch ein Tannenbaum und so und viele andere Sachen, auch im Diamond Casino und so. Ist alles so ein bisschen weihnachtlich gestaltet, was ich auch mega cool finde, weil ja, das gibt's halt nur einmal im Jahr. Und darauf freut man sich immer so ein bisschen in GTA Online dann Weihnachten zu feiern. So, wenn ihr euch bis zum 30. Dezember einmal in GTA Online einloggt, dann kriegt ihr folgende Geschenke. Einmal die bunte Naht-Schutzmaske, dann einen roten festlichen Blender-Pullover, dann einen grünen festlichen Glockbell-Pullover, das Tartan-Design für den Ocelot Arted und für den Akula und für den Karin Technical Custom. So, dann kriegt ihr das Zuckerstangen-Design für den Fister Comet Safari, dann für den MTV und für den Injection Pickup Custom Version. So, dann kriegt ihr wieder ein Paket geschenkt mit dem Feuerwerksabschussgerät, dann 20 Feuerwerke, also für den Feuerwerksabschussgerät. Dann kriegt ihr wieder volle Snacks, was ich auch mega geil finde, und volle Panzerung. Also da müsst ihr jetzt erstmal keine Panzerung und keine Snacks mehr kaufen. So, dann kriegt ihr 25 Haftbomben geschenkt, 25 Granaten und 10 Annäherungsminen und 20 Monotoktils. So, ja, hier. Einmal 25 Granaten, Haftbomben, Annäherungsminen gibt's auch. Da steht irgendwie 10, aber ich habe nur 5. Keine Ahnung warum. Und dann Monotoktil. So, das finde ich auch ganz geil. So, ich glaube, ich habe auch das ab. Gerät müsste ich haben. Ich gucke einmal, also ich habe das noch vom letzten Jahr. Aber ja, ich gucke einmal. So, Minigun. Ja, hier ist es. Da habt ihr das schöne Ding. Und damit könnt ihr halt Feuerwerk abschießen. Sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz. Ah, doch, ein bisschen. Das finde ich auch immer ganz geil, dass ihr dann so ein bisschen Silvester feiern könnt. Und dann halt in GTA Online sozusagen das neue Jahr auch anstoßen könnt und so. Ja, das ist echt ganz geil, diese ganzen Sachen. Dann gibt es auch noch ein Special-Geschenk. Und zwar könnt ihr euch von dem 22. bis zum 30. Dezember bei San Andreas Super Auto dieses neue Auto freischalten. Oder beziehungsweise kostenlos euch kaufen. Und zwar ist das der Gronti Brereso 300. Ist eigentlich ein ganz cooler Kompaktwagen. Also sieht ein bisschen aus wie so ein alter Golf oder so. Und zwar zeige ich den noch einmal bei Susan Sandres Superauto euch. So, und ja, den kriegt ihr gerade für Sonderangebot für 0 GTA-Dollar. Was ich auch mega geil finde, weil, ja, ist halt ein geschenktes Fahrzeug, so. Ist immer geil. Also holt euch das unbedingt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich werde zu dem kleinen Kompaktwagen auch nochmal ein Tuning-Video machen. Und so ein kleines Testvideo, wo ich den dann teste und so. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die ganzen Geschenke so findet von Rockstar Games. Ich finde es halt mega geil, dass man jedes Jahr dann so ein paar Geschenke kriegt. Meistens soll ein kostenloses Auto oder so, wie in diesem Fall, und halt das Feuerwerksabschussgerät und 20 Feuerwerksraketen. So, und dann würde ich mich noch über ein Like freuen. Und ich wünsche euch dann erstmal noch frohe Weihnachten und schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Aber bis dahin werde ich auf jeden Fall nochmal Videos bringen. Aber nur, falls ihr das hier nur guckt oder so. Ja, Leute, dann, wie schon gesagt,
wünsche ich euch frohe Weihnachten. Und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute.